Mit Tags und mit Kategorien komme ich dem Inhalt eines Blogs auf die Spur. Ein Beispiel unter dem vorgestellten Buch. Diese Tags oder Schlagworte. Aber es gibt auch für den gesamten Blog eine Schlagwortwolke mit 45 Tags. Diese Wolke hat komplizierte Regeln. Man muss aber nur wissen, ein Tag, der oft vergeben wird, landet eher in der Schlagwortwolke als einer, der nur einmal existiert. Und die, die in der Wolke größer in der Schrift erscheinen als andere, die kommen auch öfter vor. Hat man ein Schlagwort hier oder hier angeklickt, landet man im Schlagwortarchiv und dort tauchen dann die einzelnen Bücher auf, die sich mit dem Begriff beschäftigen. So geht es auch mit Kategorien. Zum Beispiel in diesem Fall E-Books. Dann tauchen alle E-Books des Blogs auf. Im Dashboard legt man die Kategorien und auch die Tags fest. Das ist jetzt ein Test. Es geht um dieses Buch, Tagebuch von Lieschen Müller. Als Kategorie könnte ich nehmen Biografie. Schlagwort habe ich mir überlegt, vielleicht Frauen. Also suche ich die Tags. Und da kriege ich schon ein Angebot, was vorher schon vergeben worden war. Wer es ganz genau wissen will, es gibt im Dashboard diese Übersicht auch für vergebene Kategorien und Tags. Aber das muss man jetzt nicht unbedingt wissen. Nochmal zusammengefasst. Kategorien, Roman, Krimi oder Märchen. Die sind auch hier aufgelistet. Und hier die Schlagworte zum einzelnen Buch und hier die gesamte Blog-Schlagwortwolke.